Hallo, hier sind wir wieder zurück bei Let's Play hinter dem Horizont mit einer Laune von hier. Denn ich muss mir einreden, ansonsten wird das hier alles nix. In der letzten Episode waren wir bei der Heldenliga und das Spiel war nicht aktiv. So, waren wir bei der Heldenliga und sind Dick Fury begegnet, der über Captain Anus sprach. Und jetzt geht's los, ja. Auf nach Stift Donnerfels, wo wir wahrscheinlich die Cameos retten werden. Was für ein Spaß. Hui, 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 da sind wir auch schon auf der lustigen Achterbahn, denn die Charaktere kann man ja sowieso nicht ernst nehmen und damit auch die gesamte Geschichte nicht. Hui, auf den Brummkreisel der Liebe oder was auch immer. So, irgendwo soll hier eine unsichtbare Tür sein. Wir setzen einfach mal die Maske auf. Und da ist natürlich eine magische unsichtbare Tür. Yippie, ein verborgener Zugang. Ja, das hast du sicherlich gewusst. Du hast die Maske wieder abgenommen. Das ist ja ganz toll. Können wir jetzt den Schlüssel benutzen, den wir erhielten? Der geheimnisvolle Schlüssel wurde benutzt. Das ist ja awesome. Achtung, du bist unerlaubt in Stift Donnerfels eingedrungen. Sollte dich ein Priester bemerken, wird er dich angreifen. Das ist gar kein Problem, denn Eichhörnchen wird er nicht angreifen. Hoffe ich. Wir sind drin, dann lass uns mal herausfinden, was hier gespielt wird. Natürlich, Dark Age 2 hinter dem Horizont. Wir verwandeln uns erstmal in ein Eichhörnchen. Und vielleicht können wir uns früher oder später sogar auch noch in einen Priester verwandeln. Weil bislang haben wir nur eine Zweibeiner-Verwandlung. Statt uns einfach eine Rüstung anzuziehen, die sich in unserem unendlichen Inventar befinden könnte. Da liegen alte Rüstungsteile leider nicht zu gebrauchen, ne? Das ist schon ziemlich kacker. Huch, eine Karte. Da ist eine alte Priesterrobe im Schrank, hm? Was habe ich gerade gesagt? Das geht plötzlich. Passt wie angegossen und das ohne Magie. Was? Achtung, sollst du deine Form ändern, während du als Priester verkleidet bist, musst du hierher zurück, falls du sie erneut anziehen willst. Denn das ergibt Sinn. Denn Priesterroben sind magisch. Ah, puh, es ist doch magisch. Und werden automatisch wieder an ihren Fundort teleportiert, sobald man sie auszieht. Das spart natürlich lästiges Umherschleppen, ne? In dieser Verkleidung wirst du nicht von den Priestern angegriffen. Im Gegenteil, du kannst sogar mit ihnen sprechen. Danke fürs Verraten, das dachte ich mir schon, weil bislang war das... Das war bislang immer so. Wenn wir zum Soldaten wurden, können wir ganz locker mit Soldaten sprechen. Wenn wir zum Tiger werden, dann können wir mit Tigern sprechen. Und wenn wir zu einem Priester werden, dann können wir auch mit Priestern sprechen. Braucht nicht erklärt werden, dankeschön. Riecht ihr das? Was ist das für ein strenger Geruch? Ach, das muss der Anus vom Captain sein. Widerlich! Hier muss ich mich übrigens nicht verkleiden. Der Gestank kommt von der anderen Seite des Gitters. Also, das heißt, ich bin's nicht. Die Tür ist verschlossen, wir müssen den Schlüssel finden. Machen wir das, alles abklappern. Schlafsäcke, Verbandszeug, das sieht nach Ausrüstungsgegenständen von Reisenden aus. Könnte die Ausrüstung der Helden sein. Wir gehen hier mal raus, denn ich glaube nicht, dass der Schlüssel hier ist. Guten Tag, wir fallen sicherlich nicht auf, weil die vielleicht 10 Mann, die hier arbeiten, die kennen sich ja untereinander nicht. Und die wurden ja auch darauf trainiert, nicht auf Lügen hereinzufallen. Das sind also wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich alle so vereinheitlicht in ihrer Persönlichkeit beispielsweise und Denkensweise. Und jetzt kommen wir so daher. Hallo, wir fallen nicht auf. Wir haben sogar einen Bart, sehe ich gerade. Hm, das war auch im Schrank. Inklusive der roten Augen. Vor der Gründung des Imperiums war es noch einfacher, ein Kandidaten zu gelangen. Heutzutage müssen wir aufpassen, wen wir auserwählen, um Gottes Blicke zu empfangen. Das weiß ich natürlich, denn ich arbeite ja hier. Der Imperator würde nicht verstehen, welch Geschenk den auserwählten Versuchspersonen zuteil wird. Der Imperator hat also nichts mit den Vorkommnissen hier zu tun. Liebe Party, unter meiner Kutte. Das heißt, der Imperator ist ein total netter. Gottes Sohn ist krank, es geht ihm sehr schlecht. Ist er auch ein Cameo? Bestimmt aus Silent Hill. Er ist im Turm, im ersten Stock und wartet geduldig, ungeduldig auf Heilung. Ich hoffe, unsere Gäste sind kompatibel. Was zum Gottes Sohn? Was habt ihr gesagt? Ich meine... Hurensohn! Schon viel besser. Moment, was? Da ist etwas niedergeschrieben. Erster Eintrag. Wir stehen vor einem großen Problem. Schon seit Monaten verirrte sich kein Reisender mehr hierher. Dabei bräuchten wir dringend Nachschub. Er ist noch nicht komplett.
Da nur selten geeignete Kandidaten dabei sind, geht die Geburt schleppend voran. Die Geburt? Metal Gear? Zweiter Eintrag. Ein Glücksfall ist eingetroffen. Zwei seltsam aussehende, Aushände. Die waren mal verheiratet, jetzt sind sie geschieden, ausehend. Kostümierte Menschen wurden erwischt, als sie hier eingedrungen sind. Ah, die Cameos. Damit ist unser Mangel an Probanden kurzfristig gelöst. Möglicherweise sind Teile von ihnen kompatibel. Hoffen wir das Beste. Was geht hier vor? Zumindest fragt er sich das. Die Charaktere denken etwas mit? Gut. Ein weiterer kostümierter Mensch, ein Stirnbandträger, kam und schnüffelte hier herum. Oh nein, Soft Snake. Obwohl ihn niemand etwas fragte, schrie er die ganze Zeit, von ihm erfahre man nichts. Ein wirklich trotteliger Typ. Das klingt ganz nach Soft Snake. Ach, wir haben ihn zu den anderen gebracht, aber ich glaube nicht, dass dieser Mensch würdig ist, ein Teil Gottes zu werden. Nichts lesen. Das war ja, das wirft Fragen auf. Ich hoffe, unseren Gästen geht's gut. Sie sind bestimmt schön aufgeregt. Vielleicht sollte ich mal nach ihnen sehen. Ach nein, dazu müsste ich nach oben in die Kapelle gehen. Der Priester dort hat den Schlüssel für unser Gästezimmer. Das wäre doch zu weit. Der Priester in der Kapelle hat also einen Schlüssel. Gut zu wissen. Alles verraten, Trottel. Wow, seht euch das an. Also ein Goldschein ist den Priestern hier nicht zu mangeln. Wir speichern das mal lieber und versuchen hier was zu klauen. Könnte auffallen. Zaubertränke, Ambrosia-Blätter. Ja, gut und schön. Reiche Leute. Die Tür ist verschlossen, aber es gibt ein Schlüsselloch. Dann muss es irgendwo einen Mechanismus geben, welcher diese Tür öffnet. Ja, es nennt sich Schlüssel in Schlüsselloch stecken. Das haben wir ja gerade erfahren. Oder aber, das ist jetzt auch so ein ganz verrückter Gedanke, Eichhörnchenform. Selbst als Eichhörnchen kommt, wozu auch? Wozu auch, also die Gitterstäbe, die müssen schon so eng liegen, damit ein Eichhörnchen nicht durchkommt. Aber gut, was auch immer das Spiel sagt. Nee, halt, das wollte ich auch nicht wirklich. Gleich ist es soweit. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir wieder zurückgehen, um die Kleidung anzuziehen, weil sie ja magisch ist. Eichhörnchen. Gut, es funktioniert. Ich bin ein harmloses kleines Eichhörnchen. Hallo. Verdammte teleportierende Roben, ich hasse euch. Das muss zweimal erklärt werden. Das ist wie in Zelda, wenn man den Spielstand... Ist egal. Ist es eine Folterkammer? Oh nein, wir retten dich. Bitte helft mir. Wir müssen ihn irgendwie befreien. Vielleicht wenn wir den Hebel da runterdrehen und den Strom noch ein bisschen aufdrehen. Ich hoffe, dass diesmal brauchbares Material dabei ist. Kompatibilität ist äußerst wichtig. Nicht jeder hat Zeug dazu, ein Teil Gottes zu werden. Dieser Kandidat schlägt sich wacker, allerdings wird er die Prüfung nicht überstehen. Er ist bereits zu schwach. Es ist wirklich eine Schande. Wir müssen den armen Kerl irgendwie befreien. Ist mir scheißegal. So, was steht denn... Aha! Eichhörnchenform mal wieder. Wahrscheinlich entweder das oder den Schlüssel von oben holen. Und Schlüssel von oben holen würde wahrscheinlich beinhalten... ein bisschen was über die Welt hier zu erfahren. Möglicherweise. Was würde denn eigentlich passieren, wenn wir jetzt mit der Robe hinausgehen? In den ersten Stock, da wo ja der Typ ist, der den Schlüssel hat, wahrscheinlich der, mit dem wir vor ein paar Episoden schon gesprochen haben. Es geht! Doch würde er uns enttarnen? Na, nicht, wenn wir einfach vorbeilaufen. Hallo! Wollt in die Bibliothek? Geht nur, man muss Weisheit erlangen, um die Worte unseres Herrn zu verstehen und seinen Blick standzuhalten. Ich hoffe, dass unsere Gäste den Blick in Gottes Stand halten werden. Gottes Sohn wartet in der Turmspitze bereits auf Ersatzteile. Also diese Leute bekamen eingehämmert, dass sie Exposition betreiben müssen. So kann man natürlich auch seinen Tag bestreiten. Gottes Sohn wartet auf Ersatzteile? Metal Gear? Da ist kein interessantes Buch dabei. Schade. Kein interessantes Buch?
Über die Priester von Stift Donnerfels. Buch lesen, mal sehen, was sich jetzt widersprechen wird. In Stift Donnerfels wird erst ein neuer Priester aufgenommen, wenn ein anderer Priester sterben sollte. So ist es seit Jahrzehnten und so wird es immer bleiben. Toll, das stand in dem gesamten Buch. Nichts. Nichts. Ein Buch über das Imperium. Vor der Gründung des Imperiums war es einfacher, geeignete Kandidaten zu finden. Achso, ich dachte, ich erfahre jetzt über das... Langsamer sprechen. Ich dachte, ich erfahre jetzt etwas über das Imperium. Es herrschte ständiger Krieg. Es fiel nicht auf, wenn Menschen einfach verschwanden. Doch nun müssen wir vorsichtiger agieren. Niemand darf erfahren, was hier geschieht. Ja, interessant. Wir gehen weiter. Hallo. Oder bist du derjenige mit dem Schlüssel? Ihr da, geht nach unten in den Keller und bringt unsere Gäste in den ersten Stock. Es ist zu weit. Ich hätte mich jetzt beinahe so arg verlesen. Ich hätte jetzt beinahe gelesen, bringt unseren Gästen etwas Käse. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Kellerschlüssel von Donnerfels erhalten. Cool. So, von A nach B laufen. Wollt ihr vorbei? Geht nur, ich werde nicht von eurer Aufgabe abhalten. Ja, wir haben hier viel zu... Ach du Scheiße, wir haben hier viel zu tun. Seht euch die riesigen Skelettköpfe an. Eine ziemlich, sagen wir mal, extravagante Einrichtung für eine Kirche. Muss sonst niemand kommentieren. Wah. Wah, Luigi. Wenn wir da durch wollen, müssen wir zuerst irgendwie diese seltsamen Dinge abschalten. Ich möchte nämlich nicht gegrillt werden. Vielleicht weiß ja ein Magier in unserer Gruppe davon. Das ist ein Hebel. Töte den Hebel, lege ihn um. Reicht es, einen abzuschalten? Wahrscheinlich nicht. Wario. Der zweite könnte sich rechts befinden. Gell, ja, nein, vielleicht. Hörtchen. Ach, das ist jetzt hinter der Zelle. Hinter der Zellentür. Moment. Wichtige, Stein der Tiere, Gion. Ich bin ein Gion, hallo. Und jetzt? Was zum? Klingt, als hätte sich ein Tor geöffnet. Ach, das dort rechts. Ja gut, also doch ein Mechanismus. Ja, wie jetzt was denn? Ah, wieder zum Eichhörnchen. Aber jetzt sind wir ja im Keller. Waren wir nicht eben noch im Erdgeschoss? Vielleicht führt dieser Weg nicht geradeaus, sondern ist ein bisschen schräg. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall haben wir uns irgendwie eine Abkürzung geschaffen. Noch ein Tor? Oder wir waren hier, es kann auch sein. Da ist eine alte Priesterrobe in der Kiste. Ach, wie passend. Zufällig. Zufällig passend. Pass wie angegossen. Und pass auch noch zufällig wie angegossen. So, legen wir das um. Und jetzt? Ach so, Copy-Paste. Ich erwarte immer, dass er dann auch aus Versehen die Switche copy-pastet und die falschen Events ausgelöst werden. Das heißt, wir sind jetzt im Keller und vorher nicht. Es sah nur sehr, sehr ähnlich aus. Okay. So, wenn wir jetzt dem strengen Geruch folgen, dann sollten wir ja eventuell bei Leichen ankommen oder übel riechenden, noch lebenden Cameos. Widerlich! Bla 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 bla. Kennen wir schon. Das ist Iron Man. Allmächtiger, was ist hier nur los? Und jemand hat Köpfe aufgehangen? Wo sind wir da nur reingeraten? Ach, Thor! Ach, dann spreche ich den jetzt weiter so. Obwohl, nein, das ist unwürdig. Was machen wir jetzt, meine getreuen Freunde? Ich möchte nicht so enden wie diese armen sterblichen Seelen. Ich bin ein Superheld. Ich bin zu jung zum Sterben. Sprich genauso wie Thor, nicht wahr? Keine Sorge, ich hole uns hier raus. Ich bin gekommen, um euch zu befreien. Ach, wirklich? Sterblicher, nicht von Asgard. Asgard. Das war alles nicht ganz richtig. Und wie willst du das anstellen? Die reden alle gleich. Das ist lame. Können die wenigstens so reden wie die Originale? Darüber muss ich noch nachdenken. Vielleicht hättest du dir darüber vorher Gedanken machen sollen, Snake.
Oh Junge, mach dir mal Feuergedanken, Snake. Wieha, alte Socke, ich bin Thor. Ja, vielleicht. Solange ich spiel, braucht sich lieber Sorgen machen. Iron Boy. Ich leicht beschüttetes Monster und verpasse mir Handkantenschlag. Hast du was gesagt? Einen Handkantenschlag? Jaha, gute Idee. Das wirkt immer. Dieser Albtraum hat schon gleich ein Ende. Haltet die Klappe. Glaubt ihr etwa, ich höre euch nicht? Ich stehe direkt vor euch. Ich habe es getan. Und das sagen die anderen auch. Und da heißt es, wir Ogre sind dumm, Paar, dass ich nicht lache. Das müssen die Superhelden von Dick Fury sein. Wir müssen sie da rausholen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Was passiert hier? Da ist ein Hebel. Dass sie den Ogre umbringt oder alle anderen. Ich glaube, das kam von oben. Okay. Ein Eimer mit roter Flüssigkeit. Und das darüber ist völlig egal. Mal sehen, was da steht. Hallo, ich war es, Asgard. Erster Eintrag. Ogre gelten hier als nicht besonders klug, aber dieses Exemplar ist etwas Besonderes. Er beherrscht unsere Sprache fließend. Die meisten seiner Art stammeln nur zusammenhangslose Wortbrocken vor sich hin. Wie der da. Natürlich hat das damit zu tun, dass er schon seit Jahrzehnten hier bei uns lebt. Und Bücher gelesen hat. Aber es beweist, dass selbst Ogre imstande sind zu lernen und dass sie anpassungsfähig sind. Nicht so wie Dämonen, die müssen wir alle umbringen. Zweiter Eintrag. Der Ogre bewacht die Kandidaten bis zur Prüfung und die, die sich als unwürdig erweisen, werden ihm zum Fraß vorgeworfen. Da sich die meisten Kandidaten leider als unwürdig erweisen, muss er bei uns niemals Hunger leiden. Warum schreibt man das hier auf? Er scheint sich jedenfalls wohlzufühlen. Das ist ja toll für ihn. Wessen Köpfe sind das? Ich hallo, ich will bescheuerte Namen. Daneben nicht. So, nochmal speichern und wir sind ja eigentlich im Auftrag des großen Herrführers, des großen Priesters unterwegs, also müsst ihr uns eigentlich vorbeilassen. Hallo. Mein Priester, seid ihr gekommen, um die Gefangenen nach oben zu bringen? Ist es soweit? Ja, es ist soweit. Ich glaube nicht, dass unter ihnen auch nur einer würzig ist. Aber das soll mir nur recht sein. Schmatz, schmatz. Was ist mit all den Leichen? Sie waren unwürzig. Warum fragst du das? Bist du neu hier? Nein, ich war nur noch nie in diesem Raum. Ich bin solch grausigen Anblick nicht gewöhnt. Diese Stimme kenne ich doch. Welch grausiger Anblick? Meinst du etwa die kostümierte Bande da? Hallo, ich bin Roland. Das Aussagenkritiks, Ogre, Rhinoceros. Verdammt nochmal, ich sollte meine Sprüche einfach vorher mal üben. Ja, ich musste mich auch erst an ihren Anblick gewöhnen. Wie auch immer, was ist jetzt? Können wir die Gefangenen mitnehmen? Snake, zisch ab. Na klar, das ist doch Gion. Er ist als Priester verkleidet und will uns befreien. Natürlich, sonst gibt's ja keinen Kampf. Was? Snake, du Idiot. Ups. Was hättet ihr mich überlistet? Naja, wir hätten ja auch noch lügen können. Dann nehmen wir auf die harte Tour. Angriff! Alle, die gerade in diesem Dialog mitsprachen. Der ist schon ziemlich hässlich. Meine Taktik war gar sondertoll. Sie haben ihn besiegt. Fürwahr. Oh, ich meine, unglaublich. Warum habt ihr uns nicht geholfen? Es sah so aus, als hätte ich alles im Griff gehabt. Wir wollten euch nicht die Show stehlen, Sterbliche. Ich sollte diese Hinzudichtungen einfach sein lassen. Ich sollte ihn ganz generisch sprechen. Das ist eine gute Idee. Denn so spricht er ja hier auch. Habt ihr wenigstens etwas herausgefunden, bevor ihr eingesperrt wurdet? Sie haben irgendeine Kreatur im ersten Stock. Die Priester nennen sie den Sohn Gottes. Wir haben herausgefunden, dass die Priester selbst diese Kreatur erschaffen haben.
Die Blicke Gottes, um das Monster am Leben zu halten. Aber das Schlimmste ist, sie benutzen Menschenteile, um den Körper des Monsters zu vervollständigen. Wir werden sie aufhalten. Gemeinsam. Wir warten eine Treppe, welche in den ersten Stock führt auf euch. Dann bekämpfen wir diese Kreatur gemeinsam. Das wage ich zu bezweifeln. Tschüss. Und Thor heißt einfach... Ach nee, Thor ohne H. Die werden bestimmt wieder erwischt. Kommt schon, wir müssen nach oben und dieses Monster töten. Das ist Eike. So, ich würde sagen, das war's von dieser Episode. Habe ich Lust, dieses Monster zu klatschen? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mir nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Wenn es Spaß gemacht hat, Daumen hoch, folgt mir auf Twitter, schenkt mir Geld. Und, wir sehen uns dann in den nächsten Videos oder anderen Projekten. Irgendwas, was mehr Spaß macht. Bis zum nächsten Mal.